So, Westside. Willkommen auf der Westside. Übrigens, ich habe vor, irgendwie so eine Stream-Community oder so ein Netzwerk zu gründen. Falls jemand einen Streamer kennt, einen Twitch-Streamer, der bitte kein Fortnite spielt, der so um die 2000 Follower hat, dann könnt ihr mir ja mal den Namen oder so durchgeben. Ich will quasi so ein kleines Netzwerk aufbauen und eine Gruppe von Streamern quasi ins Leben rufen, die sich immer so abwechselnd beim Stream. Weißt du, wenn der eine aufhört, fängt der andere an und so, dann kann man sich ein paar Follower rüberschieben, da hat ja jeder was davon. Also, wenn jemand einen coolen Streamer kennt, haut mal was in die Kommentare. Jetzt gucken wir Talf gegen Wandelbob. Und Talf macht ja mal als Frau mit, was ich eigentlich ziemlich lustig finde, beziehungsweise lustig fand. Mittlerweile ist es schon, ist halt jede Runde das Gleiche. So. Wandelbars ist. Achtet sehr viel auf Technik, aber meistens finde ich die Runden nicht so stimmig. Also sie klingen dann irgendwie nicht so mega geil. Aber er ist halt sehr technikaffin, sage ich jetzt einfach mal. Und ich bin gespannt, wer das von den beiden macht. An der Stelle wäre es mir sogar Ja. egal, wer weiterkommt. Los geht's! Cookie. Ey, oh Wandelbars, dein Name ist nicht ganz so passend, denn du bist von den ganzen anderen Schraden. Da Battle-Rapper nicht zu unterscheiden, deine Parts sind voneinander nicht zu unterscheiden. Jo, dein Markenzeichen ist exotisch zu reimen, mach doch bitte mal was Eigenes. Nicht so wie Kollege. Nicht so wie Kollege, ja, okay, aber ich finde, guter Rap, das sollte eigentlich bei jedem auf der To-Do-Liste stehen, oder? Also auch Technik. Warum kann nicht jemand, der eher locker rappt, trotzdem eine sehr gute Technik haben? Ich finde, das ist was, was man immer haben kann, oder? Geile Technik sollte man in jedem Rap-Track haben, egal was für eine Art Rap man macht. Aber diesmal Talf in der Badewanne, auch als Frau verkleidet. King Blaupausen, Battle Rap, alles ist genormt. Die Hälfte hab ich anders formuliert, woanders mal gehört. Du machst auf schlau und abgehoben, Mann, du weißt AK, der Anaporia von Reiben. Ja, Hauptsache Technik, Hauptsache 100% Wert auf den Text, Bitch. Damit erklärt sich auch von selbst, warum das im musikalischen Schein sich so absolut wack klingt. Du siehst die Paarung und furzt dir in die Hose. Aber das stimmt auch, ne? Dass es oft musikalisch dann ein bisschen untergeht bei ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob das aber dadurch verschuldet ist, dass er krasse Technik hat. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun, denke ich mir. In dem GRB seid ihr ohne meine Hooks sofort geflogen. Wer muss jede Runde mit ner Gastur kompensieren? Wandel wäre gern wie Weekend Punch, ist krass, so voll das Tier. Körperstatur passt schon, Wandel, bitte den Applaus. Mit den blonden Haaren klappt schon, Digga, ich kenn mich da aus. Du bist in fast jedem Turnier. Deinem Leid zu alt, nie am Wandelbart. Auch wenn du dann immer verlierst. Du bist so widerlich, nenn dich Wandelbar. Er sieht echt aus wie so eine 34-jährige alleinerziehende Mutter, Alter. Die gern noch so einen Stecher abkriegen würde, aber keinen findet und sich dann immer so fertig macht, um jetzt aufs nächste Date zu fahren. So sieht er aus. Yo, du machst das nur zum Trainieren. Okay, Achtung, Leute! Block BP 2100, Motherfucker, Wandelbars ist jetzt hier! Endlich! Abgefuckt ist der Scheiß, hier schreibt Gegner nicht in die Titel, yo, Marketing, Digga, geil! Aber für die Klicks schreibt ihr meinen Namen dann wieder rein, was ein sehr fetter Hackmeck, doch dafür ist da. Das muss ich gleich mal gucken, ob Wandelbars seinen Namen reingeschrieben hat. Dein Face, ein perfektes Rechteck. Jo, deine Internetpräsenz ist so behindert, dass ich nicht frag, warum du trauriger Spinner dich nicht Dildo Swaggins nennst. Du willst, dass man dich ernst nimmt, dann hätte dich, wenn ich zu Chase Miller ins Auto für ein Interview gesetzt. Oh, Chase Miller, Alter, gibt's den noch? Das ist so ein übelst wacker Rapper, Alter. Gibt's den noch? Macht der noch was? Oder hat er endlich mal aufgehört? Übelst nervig, Alter. Das ist ja nicht mehr lustig. Das war einfach nur Kacke und Scheiße. Kennt ihr so Rapper, die übelst Kacke und Scheiße sind, wo man sich das gerne anguckt, weil die halt Kacke und Scheiße sind? Und dann guckst du dir das fünfte Video an oder hörst den fünften Track und es ist halt immer noch Kacke und Scheiße und du denkst dir, Alter, geh einfach weg. Selbst Moneyboy, der ja Kacke und Scheiße war, macht ja mittlerweile sogar ein, zwei gute Tracks. Muss jede Runde mit ner Gastro kompensieren. Yo, ich ficke deine Mutter, wer ist krass? Yo, das sind wir. Na, 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 na. What the fuck?
okay, fand ich ein bisschen halbherzig irgendwie. Aber waren bis jetzt die Runden, die ich von ihm gesehen habe, schon eigentlich alle. Schauen wir mal, ob der Wandelbob das besser hinkriegt. Okay, anscheinend will er doch, dass ich ins 16. ziehe. Oder warum gibt er mir als Gegner hier sonst Avril Lavigne? Du kommst ins Battle und Selbstvertrauen, Kleider, das Mike. Und das war auch ganz witzig, aus bis VR 2 oder 3. Dicker, sorry, doch jetzt darfst du deine Sachen packen. Du bist wie Andy Serkis, weil deine Klamotten dich zum Affen machen. Inside-Job Hive, du bist ein kleiner Verlierer. Früher noch Hype, heute ist sogar Young Hiker beliebter. Das ist schon lächerlich und weak. Du wirst seit Jahren für eine einzige Runde gefeiert, die dich heute besser trifft als ihn, weil du doch selbst... Ist Young Hiker Two Fields? Kann es sein? Ich glaube, das hat mir mal irgendjemand gesagt oder geschrieben. Sagt mir, schreibt mir nochmal bitte. Das ist schon lächerlich und weak. Du wirst seit Jahren für eine einzige Runde gefeiert, die dich heute besser trifft als ihn. Weil du doch selbst nur noch Trap, Rap und Einheitsbrei schreibst. Von der Parodie zum parodierten Dead Adam Lifestyle, Lifestyle. Du machst keinen Loop, sondern Looper-Shit. Bei deinem Vergangenheits-Ich, dein Ich aus der Zukunft. Fick. Und dein Battle-Geheimrezept ist mehr Farbe im Haar als treffende Lines im Text. Guck, du endest nach dem Match als mein Bettvorleger. Denn mein echter Battle-Gegner bist nicht du, sondern High-Calm-Effekte-Regler. Und du schreist deine Text. Ja, okay, das geht mehr in die Fresse, muss ich sagen. Also, er ballert schon mehr in die Fresse. Sins Mike, ist doch alles nur Effekthascherei. Du machst ein Video auf sexy im Kleid. Ist doch alles nur Effekthascherei. Du färbst die Haare violett oder weiß. Ist doch alles nur Effekthascherei. Dafür, dass Dreck polarisiert, bist du der beste Beweis. Denn das Gesamtpaket Hype ist nur Effekthascherei. Das ist ein Kackwort, Alter. Effekthascherei. Aber er hat schon recht damit. Aber trotzdem ist es ein Kackwort. Die Hook fand ich nicht so gut. Du sagst, du Cryptic fehlen die Adlibs in seinen ganzen Tracks. Doch bei dir sind die Adlibs die besten Lines im gesamten Text. Deine Zeilen sind geradezu ausufernd schlecht. Du würdest besser punchen, ließest du die Hauptspuren weg. Und auch wenn du in Menschen unmöglichen Lautstärken schreist, deine ganze Art ist nur ein Growl nach Aufmerksamkeit. Beachtung um jeden Preis für Applaus und Ruhm. Wär ich so wack wie du, würde ich das genauso tun. Du hast schon lange deinen Tatendrang verloren. Und deine Worte werden nur noch durch den Namen angespornt. Doch jetzt komm ich, entlarve deine Masche und nach dem Battle hast du ein Riesen-Hype-Problem wie der Badestrand in Jaws. Du bist ein schwacher Gegner und für deine Crew sein Hype-Problem, achso, okay. Der BFB nicht mehr Leistungs- oder Wasserträger. Teif dachte, er könnte hier gegen mich erfolgreich sein. Aber nach dem Battle wird in den Zeitjob die 9-1-1. Und du schreist deine Texte ins Mic. Ist doch alles nur Effekthascherei. Du machst ein Video auf sexy im Kleid. Ist doch alles nur Effekthascherei. Okay, Effekthascherei, wir haben es kapiert. Also das ging schon ein bisschen mehr in die Fresse und das, was er gesagt hat, fand ich auch, das stimmt. Also muss ich schon sagen, fand ich auch, das stimmt. Die Hook fand ich nicht so cool, aber die von Tal fand ich jetzt auch nicht so cool. Videotechnisch, das klar, mit dieser Videoidee, mit dem sich als Frau verkleiden, hat er jetzt schon öfters gemacht oder eigentlich in jeder Runde gemacht. Das Video war auch ganz okay, das von Wandelbars war jetzt auch nicht übelst krass, er ist halt wieder vor irgendeinem Gerichtsgebäude oder Rathaus oder so rumgetanzt in der Nacht, so wie man das halt aus dem VBT kennt. Das hat so ein bisschen den Feldweg abgelöst, finde ich so. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich persönlich weiterschicken würde. Ich glaube, ich fand Wandelbars von dem Diss-Aspekt irgendwie ein bisschen besser, ein klein bisschen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wen die Jury weitergevotet hätte, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass Wandelbars gewonnen hat. Obwohl Talf halt ein großer Name ist. Und dass es bestimmt auch viele Leute gibt, die Talf gerne weitersehen würden. Aber ich würde jetzt einfach mal tippen, dass Wandelbars gewonnen hat. Ich guck mal. Wandelbars ist weiter, tatsächlich. 6-11. Krass. Damit ist Talf raus. Ja gut, einer von den beiden muss ja raus. Ja, da ist wohl einer dann weniger aus dem Team Talf. Wie auch immer die heißen, ich vergesse immer den Namen. Ja, krass, war ein cooles Battle, aber nicht so krass, wie man sich es hätte gewünscht. Also wenn man so zwei große Namen sieht, wie Talf und Wandelbars, da denkt man sich, okay, das wird ein krasses Battle. So krass war es dann letztendlich doch nicht. Gibt übrigens auch eine Rapper-Plays-Runde von Wandelbars. Habe ich überhaupt hochgeladen? Alter, ich glaube schon. Guckt euch die mal an. Wir sehen uns in der nächsten Folge beim nächsten Battle. Bis dahin, stay Pam. Tschüss.
Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und das spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.